Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Das Spiel hat sich gegen uns verschworen. Ihr habt es in den letzten Parts gesehen. Es ist irgendwie hier im 100% Spielmodus nicht wirklich das Wahre, hier in den Levels anzutreten. Deshalb werden wir heute mal versuchen, die ganzen Sidequests hier zu bewältigen. Nun gibt es ja einige, die hier irgendwie scheinbar Charaktere erfordern, die wir scheinbar nicht haben, also Charaktere, die irgendwie aus unerfindlichen Gründen noch nicht freigeschaltet sind. Aber wir suchen jetzt erstmal welche, die wir spielen können. Ja, das ist so die Aufgabe für heute. Ich wechsle mal schnell zu meinem Charakter. So, da ist der Zwergenfürst, das Zwergi. Als Jedi-Ritter, beziehungsweise Jedi-Ritter mit Sith-Schwert. Naja, ist ja nicht wichtig, solange du ein Jedi bist, kannst du auch ein Sith-Schwert besitzen. Nee, kannst du nicht, das ist absolut sinnlos, aber in Wirklichkeit ist das ja auch ein Sith, bloß er versteckt sich halt als Jedi, also er... Gute Spiel zu bösen. Nee, gute Miene zum bösen Spiel. Na hallo du da. Du bist genau die Art von Person, auf die ich gehofft habe. Na dann. Ich habe hier eine winzige, lass uns loslegen. Triviale Aufgabe, für die ich dich gerne bezahlen würde. Gerne doch. Ja, damit. Tücke auf Takodana, die Nebenmission annehmen. Yo, Herausforderung angenommen. Langsam ein wenig anmaßen. Challenge accepted. Er wurde aufgetragen, zwischen den guavianischen Todesbringern und dem Kanji-Club für Ärger zu sorgen. Verkleide dich als Mitglied jeder Gang und beleidige die jeweils andere Gang. Ganz einfach. Wenn du fertig bist, komm zum markierten Treffpunkt und ich bezahle dich. Das wird spaßig. Das mache ich doch gern. Wo finde ich die Kostüme? Ach, hier. Nice. Muss das als 2 machen oder kann ich meine eigene Figur nutzen? Ich wähle mal diesen Hut. Scheinbar muss ich das als 2 machen. Okay, sieht gar nicht mehr nach Roy aus. Ohne Haare sehen die Figuren dann doch etwas anders aus. So, wen soll ich als erstes verärgern? Und hier einmal lang. So, wer wird von mir verärgert? In 40 Schritten nieder. Kanji Club, das ist doch ganz sicher Kanji Club. So. Die können ja ballern. Die macht mir ein bisschen Angst. Und du, achso, dich haben wir schon besiegt. So, dich muss ich noch. Wow, hat der Wumms. Deine Kanone hat richtig tolle Wumms. Ich will den auch als spielbaren Charakter. Ich will den haben. Ich will ihn spielen. Seine Kanone will ich haben. Ist das geil, wenn du so schießen kannst. Dann kannst du gleich mal 20 Sturmtruppler auf einen Schuss erledigen. Na, so ganz so wird es wahrscheinlich nicht, aber... So eine Kanone hätte ich gern. So. Jetzt verkleiden wir uns als die hier. Ist der Kenji Club in Person. So. Jetzt gehen wir mit dieser Maske. Ja, ich kann nichts sehen. Die Maske ist leider ein bisschen hinderlich. Die hat keine Augenlöcher. Sorry,
Kann mich jemand anleiten? Wo geht's lang? Gehe ich in die falsche Richtung oder wo sind die grünen Stats? Nee, Spaß. Ich kann es natürlich noch sehen. Aber die Maske ist ein bisschen blöd. Wieso sollte man so eine Maske aufsetzen? Ist ein bisschen bescheuert, oder? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Achso, mit dir kann ich nicht sprechen, weil ich brauche da noch einen Charakter. Ach, in deren Masken haben wir eben gerade schon beleidigt. Oha. Nicht echt so aggressiv, Leute. Ich will euch doch nichts. Nur erledigen. Ich will euch nur beleidigen und dann außer Gefecht setzen. Wo ist denn der? Da ist einer. Hinter Han Solo her. Na komm. Komm her. Komm her. Komm. Komm zu Mutti. Na. So. Ordentlich. So. Eine Gruppierung müssen wir noch ausschalten, wie es aussieht. Dann machen wir das. Sieh hier. Sollte ich nicht noch einen? Egal, ja gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich fürchte, ich soll dich hier besiegen. So, dich. 1 von 8. Wo sind 7 weitere? Du bist noch hier. Zack. 3 von 8. Ich suche 4 von 8. Da ist 4 von 8. So, mit meinem Stab aufs Maul. So, ich bräuchte noch ein paar. Dich brauche ich noch. Attacke. Dich kriege ich auch noch. 6 von 8. Du bist 7 von 8. So, einer noch. Leute, wo seid ihr? Mäuschenpiep einmal. Ah, da bist du. Habe ich dich. So, jetzt ihr folgen. Irgendwo hat sie sich versteckt. Wo nur? Wo hast du dich versteckt, Mäuschen? Komm heraus. Ich habe doch für dich die Quest erledigt. Jetzt brauche ich aber auch meinen Gewinn hier raus. Also, her damit. So, ruhig raus. Jo, Carbonitstein. Dankeschön. Das wollte ich. So, haben wir hier noch irgendwelche Quests zu erledigen? Den können wir nicht dort hinten. Den haben wir schon da vorne. Ich gehe dann mal dort weiter. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch eins. Und was war erledigen können. Den haben wir, glaube ich, im letzten Part erledigt. Den Igel. Ansonsten müssen wir zu einem anderen Planet fliegen und dort uns Sidequests holen. Auf der Karte sieht es ziemlich leer aus. Aber ich sehe dort hinten noch was auf der Karte. Da ist was. Das ergibt doch alles. Nee, das ist das, wo wir nicht rein können. Mist. Ja, dann fliege ich mal zu einem anderen Planeten mal schnell. Wie wär's denn mit Jakku? Und da gibt's bestimmt auch noch einige Sidequests, die wir erfüllen können. Solche Sidequests bringen ja immer solche Carbonitsteine oder andere Sachen, die sehr nützlich sind, die uns weiterbringen könnten im 100% Sinne. Ja. Wie schon viel zu oft gesagt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt 100% wird, weil
Ja, ihr habt das Level gesehen, was wir im vorletzten Part gespielt haben und im letzten Part auch zu Beginn mal ein bisschen. Das Spiel setzt uns alle Beine in den Weg, die es hat. Also stellt uns Beine und versucht uns dabei zu behindern. So, hier haben wir schon ein bisschen was erledigt. Haben wir hier auf dem Weg noch eine Aktion. Darth Vader ist unterwegs. Joe, da hinten scheint es was zu geben. Du hast doch was. Hey, ich frage nur, weil ich meine Datenkarte dort habe fallen lassen, als mich einige Tados von ihrem Schrotthaufen verjagt haben. Ich brauche Hilfe dabei, sie zurückzuholen. Gerne doch. Begegnung der Schrottsammler. Die Nebenmission annehmen? Jo, die Nebenmission annehmen. Sehr freundlich. Viel Glück da draußen. Mache ich, werde ich haben. So, ordentlich. Los geht's hier zu Fuß. Ich weiß, ich könnte einen Teils nehmen und damit fahren. Nein, könnte ich nicht. Jetzt zumindest nicht. Dort geht's längs. Oha, stimmt, sie greifen an. Mist. Die müssen natürlich auch besiegen. Sind zwar noch kleine Kinder, aber. Ich greife mich an. Sandmenschen. So, Touché. Hat er das gesagt? Das könnte passen. Ja. Touché, sag ich nur. So, das haben wir eingesammelt. Das Schrottgegenständchen. Das bringen wir jetzt zum Questbetreiber und zum Challenger. Und dann will ich meine Belohnung haben. Ja, damit. Ich meine, du hast sie gefunden. Ich wusste, du schaffst das. Und ich habe nie jemanden anders angeheuert, den ich jetzt absagen muss. Oh, hey, deine Bezahlung. Carbonitstein? Ja, Carbonitstein. Wuhu. Ich liebe diese Carbonitsteine. Begegnung der Schrottsammler. Ja. Geschafft. Mal wieder was freizuschalten. Das ist dann mal wie so eine kleine Wundertüte, diese Carbonitsteine. Zwei haben wir schon in diesem Part freigeschaltet. Oh, was ist mit dir? Da brauche ich den Flammentropper. Habe ich den? Mist, ich kann ihn mir nicht leisten. Okay, ja, wir sparen auch für das. Für den. Roten Stein Multiplikator. Ach, übrigens, gutes Thema. Das muss ich auch mal wieder einstellen. Das muss ich ja vergessen, immer wieder einzustellen. Das ist dann natürlich scheiße, wenn ich es vergesse. Noch können wir uns den 4x4 Multiplikator nicht leisten, aber den 2 von 2, den können wir zumindest einschalten. So, hier gibt es noch hinten ein paar Side-Quests. Da sehe ich einen auf der Karte dort hinten. Jo. Und da ist einer. Spione überall. Ach nee, da brauche ich jemanden dazu. Das ist doch immer blöd, wenn man solche Sachen nicht hat. So, und du? Lässt du mich ran? Willst deine Rennen? Willst deine Fähigkeiten im großen Nima-Rennen testen? Ha? Ja, dann will ich das Nima-Rennen oder die Nima-Rally. Los geht's. Ich nicht Yoda sein, deshalb ich besser Deutsch sprechen muss. Lass mich raten, du wirst ein Speederfahren. Jeder will ein Speederfahren. Jetzt bin ich ein Speederfahrer. Genügend Ersatzteil, um eine dieser Schrottkisten, ich meine eines dieser erstklassigen Fahrzeuge, in Form zu bringen. Na, welches willst du? Und das dort? Ach so, ich darf auswählen, welches fahren will. Ich will das dort fahren, das sieht besser aus. Das sieht hässlich aus, das will ich nicht. Ich will das hier. Darf ich das dort fahren? Ja, wenn ich nicht zerschieße. Ich will das. Okay. Wer hat hier die Hälfte des Gewinns? So ein Mist. Willst du denn den Carbonitstein in zwei Teile teilen oder was? Ja, kann losgehen. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Jetzt geht's los. So.
Dadurch. Das kriegen wir doch hin. Well, sagte er und fuhr gegen die Düne. Wenn möglich, bitte wenden. So, hier links. Ist das eine Scharfkurve? So, hier lang. Da lang. Perfekt. Da so. Okay, ich bin dann doch nicht der Beste. Na komm. Ist doch machbar, oder? Ist machbar. Scheiße, verkackt. Solch Schmach für dich und Familie. Ich will noch eine Chance. So. Ist nicht anhalten. Ach, komm schon. Gleich zu Beginn. Na komm, wieso hältst du denn an, bitte? Los. Jetzt habe ich quasi schon verloren, weil... Bleibt einfach mal 2 Sekunden stehen. Das ist einfach in dem Rennen einfach mal tödlich. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Autorennen geguckt habt. Formel 1 oder sowas mal, wenn dann da ist eine Sekunde stehen, dann schon... Da kannst du gleich wieder in die Garage fahren. Eine Stunde stehen, wenn du eine Sekunde stehen bleibst. Da ist eine Sekunde wirklich eine Stunde. Ach komm schon. Naja. Minikit passt auch. Und er kriegt jetzt die Hälfte vom Minikit, oder was? Na dann. Viel Spaß beim Teilen. So, hier haben wir jetzt nichts mehr. Nächster Planet, würde ich sagen. So. Was haben wir hier? Da vor er. Du hast was für mich. Hoffentlich auch ein, wie heißt das, Carbonitstein. Teufelskerl. Na klar, Darth Vader ist doch ein Teufelskerl. Okay. What's the quest? Hier so. Ah, verstehe es. Kylo Ren abschießen. Die Geister von Kylo Ren. 3 von 10. Ich muss mich gar nicht ducken, weil sie greifen gar nicht erst an. Da ist noch einer. Ah, komm, zack. Da haben wir einen. Und da haben wir einen. Das ist Nummer 7 von 10. Da guckt noch einer raus. Ein Geist. Ein Geisterjäger oder was? Ghostmasters. Auf Geister schießen. Geschafft. Was, kein Carbonitstein? Nur ein Minikit. Naja. Man nimmt, was man kriegen kann. So, die Quest haben wir erledigt. Kann ich mal nachschauen, wie es damit steht. Da musste man... Ach, da brauche ich noch ein paar. Güldene Steinchen, damit ich das spielen kann. So. Eine ganz kleine Quest hier irgendwo. Eine Mini-Quest. Nein, die haben wir schon erledigt. Relativ früh sogar. Ich fürchte, das war die erste, die wir hatten. Ja, ansonsten gibt es hier relativ wenig. Auf der Basis des Widerstandes. Ich würde mal schnell die Carbonitsteine einlösen. Dann gucken wir weiter. Freigeschaltet. Im Carbonit. So. Der erste Carbonitstein einmal auslösen, bitte. Bitte was Legendäres. Oh, das ist auf jeden Fall legendär. Anakin Skywalker, Episode 1. Na, aber sowas von. Da weiß ich, was ich im nächsten, womit ich im nächsten Part spiele. Carbonitstein. Der zweite. Den dritten haben wir, glaube ich, nicht gekriegt. Na komm, Obi-Wan Kenobi oder sowas. Ein Taskenräuber. Einer von den Sandmenschen. Na, geht doch beides. Sind zwar beides Rivalen, aber... Mal sehen, wie wir die beiden vereinen können. Im nächsten Part. Vielleicht machen wir 2 Parts draus.
Nächsten Part Anakin und dann im übernächsten Part Taskenräuber. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, Darth Vader passt ja so zur Starkiller Base. So, ich sehe auf der Map schon die erste Quest. Die greifen wir uns. Da, seht ihr das Symbol? Na. Wozu brauchen Sie denn einen Protokoll-Droiden auf dieser Karte? Natürlich fehlen uns da die Charaktere für. So, die nächste ist hier direkt um der Ecke. So viele Quests hier auf einmal. Hier marschiert neue Rekruten. Die machen mich wahnsinnig. Keine Disziplin, kein Rhythmus. Vielleicht ich bin da weiter, ich bringe den Disziplin bei. Sturmtruppler-Schule. Die neue Mission annehmen. Ja. Mache ich aber sowas von. Ich bin selbst ein Sturmtruppler. Cool. Und Kylo Ren. Ich kann Kylo Ren sein. Juhu. Nice. So, Musik muss ich also holen. Und wieso kann ich sie nicht verprügeln? A la Kylo Ren. Kann ich ihnen einfach Respekt beibringen, indem ich ihnen mit einem Laserschwert eine rüberhaue? Ja, glaube ich. Jetzt Musik. Eine Datenkarte. Mal sehen, was das bringt. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Die Cantina Band. Nein, aufhören. Ihr sollt marschieren. Hier, ich untersage diesen Hüpfung. Hol mir etwas Passenderes. Och, ich finde das doch ganz passend. Du etwa nicht? Ah. Cantina Band ist doch immer passend. Und dann hole ich dir halt was anderes. Keine Ahnung. Hierfür brauche ich keinen Protokolldruiden, das kriege ich auch alleine hin. Immer das rote auswählen hier. Passt. Und da ist jetzt eine andere Diskette drin. So. Vielleicht passt der diese Musik etwas besser. Ich mag diese Musik nicht. Nicht ändern, bitte. Ich hoffe, dass das jetzt die richtige Musik ist. Nein. So was von die richtige Musik. Na, Lego-Humor. Die ist doch geil, die Musik. Was hat der denn gegen diese Musik? Ja, dann hole ich halt eine andere Musik. So, oh, heute wird's musikalisch. Ich habe mich verlaufen, eventuell. Nö, aber ich nicht, bin auch richtig. Dieser Emporkömmling möchte meine Musik haben. Ich sag dir, was du ihm von mir geben kannst. Das! Also ich bin. Hallo? Ich bin Kylo Ren hier. Ich bin euer Boss. Mich hier einfach. Hallo, geht's noch? Mich ja einfach angreifen. Her mit der Musik. Wenn ich die haben will, nehme ich sie mir. Bei euch geht's noch in gut, oder? Kylo Ren angreifen. Darum habe ich was, was ich Carbonitstein nennt, aber ich bin gerade noch im Quest. Kann ich das hier runterholen? Komm, hol es dir. Ja, nice. Carbonitstein, das finde ich doch geil. Ach, eine Schlittentour. Carbonitstein, das können wir wohl erst im nächsten Part auslösen. Jetzt muss ich erstmal hier zurück und dem werten Chef der Sturmtruppe mal seine Musik geben. Ist hoffentlich die richtige jetzt. Marschmusik. Ich finde eigentlich Cantina Band war das Beste. Das passt eigentlich schon. Und das ist auch nicht schlecht, oder? Was hat denn so lange gedauert? Wenn das die falsche Aufnahme ist,
versetze ich dich nach Hoth. Ja, diese Rekruten werde ich im Handumdrehen in Form gebracht haben. Erwarte solche Großzügigkeit nicht von jedem, dem du begegnest. Oh, Minikit. Ja, die Musik ist auch gut. Hat aber nichts gebracht, die schlafen weiter. Naja, egal, nicht mehr mein Ding. Ich hab's abgeschlossen. Jo, dann würde ich mal sagen, möge die Macht mit euch sein und gebt diesen Video einen Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf dieser Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag und hier sind noch ein paar Nebenquests, die können wir vielleicht eines Tages später dann machen. Ja, dann halt nicht, wenn du sagst nein, dann haut rinne.